Es ist sicherlich ein Auftritt, den sich der Bürgermeister gerne gespart hätte. Er soll hier heute Rechenschaft über die Innenstadtentwicklung ablegen. In Anbetracht der jüngsten Probleme mit Investoren appelliert er auch an die Opposition, nicht alles schlecht zu reden. Wir haben ja eine Verantwortung gegenüber den Geschäftsleuten, den Beschäftigten, den Investoren, dass wir bei allem Ringen um den richtigen Weg es natürlich trotzdem schaffen müssen, ein attraktives und positives Bild unserer Stadt zu entwickeln. Schwierig, denn gerade platzen die Zech-Shopping-Center-Pläne rund um das Parkhaus Mitte. Gefolgt von ernsthaften Zweifeln daran, dass hier am Brill die Universität einziehen wird. Offenbar fordern die Brüder Schapira zu viel Geld von Bremen. Das Urteil der Opposition ist vernichtend. Die Ergebnisse insbesondere der letzten Wochen, wo quasi ein Großteil der Projekte, die so zentral gewesen wären für die Bremer Innenstadtentwicklung, gescheitert sind, die sind verheerend. Wir werden keine Uni kriegen, wir werden eine weitere Veredelung des Einzelhandels kriegen und irgendwann brauchen wir die Parkhäuser nicht mehr, weil sowieso keiner mehr hinkommt. Oldenburg und Hamburg werden sich freuen. Vielen Dank. Leerstand zieht Leerstand an. Und mit dem mutmaßlichen Aus für zwei zentrale City-Projekte sieht es hier in der Obernstraße nicht rosig aus. Dennoch wirbt der grüne Koalitionspartner für Verständnis. Der Senat habe mit den Investoren nur so verfahren können. Das Verhältnis von den Preisvorstellungen der Schapiras und der Stadt lag ungefähr in der Größenordnung 1:4. Es geht doch nicht anders. Da muss man auf die Bremse treten. Wie es auf der Baustelle Innenstadt konkret weitergeht, dafür gibt es heute kaum Antworten. Dennoch hat der Bürgermeister eine Neuigkeit mitgebracht. Er will den Innenstadtbeauftragten Karl Zillig, der Debatte heute folgt, finanziell stärken. Und das Parlament wird diesem Vorschlag hoffentlich folgen, weil wir wissen, dass das Ganze stärker aus einer Hand geführt werden muss. Den Angriff der Opposition hat der Bürgermeister überstanden. Die Krise der Innenstadt wird ihn noch lange begleiten.